So, willkommen zurück zu Tschernobylite, Staffel Nummer 2, Folge Nummer 8, noch zwei Folgen, dann ist die komplette zweite Staffel fertig. Okay. Fax 4 von 4, Glues 5 von 7. Wurmloch-Status, Simulation bereit. Wurmloch betreten. Habe ich noch nie probiert, ey. Keine Ahnung, ob was das ist. Also, ich habe mir folgendes überlegt. Also, wir werden wie gefolgt die Parts fertig machen, halt bis 10. Und bevor wir mit Staffel 3 anfangen und Folge 1, warten wir erst ab, bis Tschernobylite, das Mega-Update, veröffentlicht hat. Da kommt halt neue Missionen dazu, neuer Charakter und ein neuer Ort. Lasst euch einfach überraschen, weil sobald wir hier komplett fertig sind mit der Staffel 2, ist erstmal Sendepause, so lange bis halt das Update da ist. Damit wir dann auch mit, wenn wir schon mit Staffel 3 anfangen, mit Folge 1, wollen wir natürlich dann auch neue Missionen machen und neue Orte besuchen und den neuen Charakter vorstellen halt, ne? Okay, dann hätten wir das auch erstmal erklärt. Ihr könnt euch aussuchen, weder bauen wir die Base aus, mitten bei einer Aufnahme, oder wir bauen die Base aus im Offline-Modus. Ne? Könnt ihr euch aussuchen. Ne? So, wollen wir mal dieses Wurmloch hier mal betreten? Hätte ich schon mal Bock drauf, ey. Die Untersuchung des Falls wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Es ist besser, sie für den Abend liegen zu lassen. Okay, also ich wäre schon mal gerne drin gesprungen. Okay. Raju hat keine Nachrichten. Sehr schön. Hey, Romeo. Есть минутка? Конечно. Что такое? Я тут подслушал по радио всякую болтовню нар. Похоже, у них загашник в Копачах. Ein Versteck in Kopači. К юго-западу от реки Припять. Я так понял. Они собираются оттуда все вынести. Из загашника, в смысле. И? Я так понял. Они собираются оттуда все вынести. Из загашника, в смысле. Хорошо, согласен. Я проверю. На юго-запад от Копачей. Дорога приведет тебя прямо туда. Так что не потеряешься. Окей, hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Wir können erstmal nur noch diese Standardmission hier machen, wie geheimes Lager. Ich weiß, wir hatten das alles schon. Wie gesagt, wir müssen halt die Staffel irgendwie fertig kriegen. Und wenn wir dann mit Staffel 3 anfangen, müssen wir so lange warten, bis das Update da ist. Ne? Also, kann es leider dann nicht ändern. Okay. Roter Wald ist Tarakan richtig gut. Dann schicken wir den mal dahin. Ja, Oliver muss leider nach Pripyat fort. Ich würde sagen, legen wir los. Und let's go. Okay, dann wollen wir mal. Ah, das ist auch noch ein bisschen verbuggt. So, Kopači. Sehr schön. So, bevor wir loslegen, gucken wir nochmal im Inventar. So, das wäre natürlich schön, wenn die Seite hier mit 4, 8, 12, 16, 20, 24 Fächer, wenn wir die noch freigeschaltet hätten, dann können wir richtig sammeln, bis der Doktor kommt. Aber ist leider auch noch ein Schloss war. Ich hoffe, dass auch mit dem Update
oder mit einer Fähigkeit, die wir ausbauen, oder mit einem Skillpunkt, dass wir das dann hier freischalten, weil wir brauchen diesen Platz. Soweit sieht halt noch sehr gut aus, aber denke mal, wir können höchstens noch ein oder zwei Missionen machen, dann müssen wir leider echt die Vorratskammer bauen, weil dann wird es echt langsam eng. Okay. Er ist unterwegs, Kiste mit Munition auf Pripyat fallen gelassen und er ist beim Medizinabwurf. Okay. Kann sein, dass ich jetzt schon mal durchgelesen habe, aber ich mache das nochmal für die neuen Zukömmlinge. Also der Oliver, kanadisches Ex-Militär, ein Scharfschütze, der sich auf Black Ops spezialisiert hat. Ein unehrenhaft entlassener Veteran aus dem Irak und Afghanistan, der sich entschied, als Söldner für The Black Mountain zu arbeiten. Tief in seinem Herzen fühlt er sich ungerecht behandelt, das macht ihm traurig. Ne? Skills you can learn from this. Das heißt, diese Skills, die hier stehen, habt ihr von ihm hier gelernt. Ne? Alles, was hier steht, die Schattenexperte, die Schattenkleinwaffen, ne? Und so weiter und so weiter. So. Ja, das ist leider in Englisch. Das tut mir auf jeden Fall nicht an. Ja, und hier sind nochmal, wie gesagt, die ganzen Rezepte, ne? Das, was das verbraucht, all die Pflanzen, große Pflanze, Fass, einfacher Generator, die Lampe, die Tischlampe, der Reflektor und so weiter und so weiter. Eigentlich alles sehr interessant. Okay, dann holen wir mal unser Messgerät raus. Ja. Wir kennen das Spielchen hier schon. Aber wir können ja trotzdem looten, wollte ich sagen. Okay. Da geht's anscheinend irgendwie nicht lang. Ein bisschen verstrahlt. Energie ist ein bisschen runter. Wir haben kein Medikit dabei. Gut, wir haben anti-radioaktives Arzneimittel haben wir mit. Na, okay. Und dieses Alkohol, das ist für diese Psyche. Das heißt, wenn er mal ihn abknallt, dann geht die Psyche runter. Und dann können wir hier diesen Alkohol trinken. Ne, dann geht die Psyche wieder hoch. Ne? Man lernt halt immer wieder dazu. Ne? Nicht jeder Part hier ist gleich. Schöne Schaukel hier. Und besser sagt, es war mal eine Schaukel. Müssen wir einfach das Beste draus machen. Falls er uns so nah kommt hier drinnen, gibt's was auf der Mütze. Oh Mann, ey. Die sind nervig. Weil da geht die Energie dermaßen runter. Na, wieder vor uns. So, da unten liegt noch ein bisschen Loot. Müssen wir uns dann in der Base uns ein Medikit drin ziehen. Na, das geht ja dann nicht anders. Ist halt mal wieder blöd gelaufen. Hm.
Okay, ich würde sagen, wir gehen hier. Erstmal wieder raus. Ach, das ist hier auch so ein Labyrinth hier. So, komm ich hier. Hoch, jawohl. Oder wir suchen uns ein Lager. Und können ja da uns so ein Arzneimittel herstellen. Brauchen echt die Gasmaske, ey. Viel Loot scheint hier nicht zu sein irgendwie. Mal gucken, ob das auch noch ohne Maske geht. Ein paar Filter sparen. Wir gucken da noch mal, aber ich glaube nicht, dass da viel rumliegt. Naja, ein bisschen. Chemikalien, Chemikalien, Chemikalien. Und das nehmen wir natürlich auch noch mit. Zwar nicht viel, aber immerhin. Okay. Mal gucken, was uns da hinten gleich erwartet. Ja, hier könnten wir jetzt was herstellen. Weil Energie ist ja wirklich im Keller. Ich weiß nicht, ey. Ach. Will nicht unnötig das brennbare Zeug verschwenden. Na, kommt er hier lang? Ah, ich liebe diese Situation. Kannst kaum was ausrichten. Die dürfen uns halt nicht sehen. Mal extrem aufpassen hier. Ah, beschissene Ecke hier. Mit hier Loot drinnen, ne? Eine ganz beschissene Ecke hier. Ja, da liegt noch eine Kräuter, da wird noch eine Chemikalie liegen.
Ah, nee, wir verzichten mal auf der Kräuterding da. Da ist Mikrosieber on point zu hoch, ey. Na gut, sind wir ja. Erstmal ganz gut durchgekommen. Boah. Haut mich total weg hier, das Zeug, ey. Die Strahlen sind wieder so hoch hier. Müssen wir echt halblang machen. Все, этот последний. Можем ехать. А что там внутри-то? Давай глянем. Ты тупой или как? Он запретил. Непосредственное распоряжение руководителя исследований. Он даже генералу Козлову не подчиняется. А мы просто мальчики на побегушках. Готов поспорить? Все это связано с голосами этими. Или с тенями, которые рыщут в лесу. Или со всей остальной стремной хренью. Которую мы тут видели и слышали. Знаешь что, Миша? Он самый стрёмный из всего, что я тут видел. Руководитель исследовательских работ. Наш доктор Франкенштейн. Георгий Семенов. И то правда. Вот бы мне с ним встретиться. Das wird gleich richtig interessant. Mann, ey. Drei Mann, ey. Wir sind noch gar nicht laut. Sind extrem leise. Möchte nur. Diesen Loot haben, bevor die hier wiederkommen. In den Schrank kann ich nicht gucken. Schade. Wir müssen jetzt hier auch echt ein bisschen Latte machen. Gut, den kennen wir ja schon. Den hattet ja echt die Sprache hier verschlagen. Was zum Teufel machst du hier? Hey, das sind alles meine Vorräte, das zeigt ihr jetzt schon. Die NR-Patrouille macht mich blind. Ich werde gehen, okay. Nein, Mensch, die sich gegenseitig helfen. Ich nehme an, sie sind wirklich hier gestrandet. Mann, der soll bloß rinzischen. Okay. Komme ich denn hier auch irgendwie raus? Mann, ist das eng hier. Boah, Mann, erstaunlicher, dass wir da durchgepasst haben. So, da oben liegt noch Kräuter. Kräuter, Eisbergsalat, voraus.
So, wir haben ja noch ein bisschen Land. Okay, und was pochert hier? Ach ja, das sind wieder die... Ja. Genau der. Der kriegt höchstens was auf der Mütze, wenn der mir zu nahe kommt. Auch nicht schlecht hier. Lebensmittel, elektronische Teile. Da ist die Strahlung wieder so heftig. Na, da komme ich leider nicht hoch. Schade, da oben hätte ich gerne noch mitgenommen. Dann suchen wir uns halt einen anderen Weg. Okay, super. Taschenlampe ist wieder aus. Ah, muss der jetzt da sein? Ich hasse diese Gestalten, ey. Mann, ey. Schickes Bild. Alles klar, ich gehe doch mal kurz woanders lang. Ist mir da doch ein bisschen zu heftig, wenn da 3-4 Mann stehen. Staune, dass hier kein Loot mehr liegt, also extrem. Ja, da liegen noch Kleinigkeiten. So, das hatten wir schon mal. Mann, wie schnell das Wetter hier umschlägt, ey. Absolut geisteskrank. Da braucht man nicht hin, weil da ist ja der kaputte Safe, den wir nicht aufkriegen. Da hinten stehen noch die ganzen Söldner. Schwierig. Schwierig. Denk mal, hier wird auch weiter nichts mehr rumliegen. Munition sieht hier noch gut aus. Hier auch die Schrot 16, ja. Und ich denke mal, auf die Söldner, auf die können wir eigentlich Trost verzichten. Die hätten zwar noch AK-Munition noch so gehabt und Materialien, aber ach komm.
Ну я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Анна, пожалуйста. Видишь ли, Танюша, мы все думали, что ты станешь скрипачкой, как я. Или балериной. Ох, это ужас какой-то. Такой талант спустить на физику. Also bis jetzt zeigt die Tatjana noch nicht gesehen, ey. Okay, ich hoffe, die haben ihre Mission hier geschafft. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Sehr schön, schöne Materialien, Waffen. Oh, Tarakan, ey. Oh, absolut lost, ey, wieder. Super. Ja, dann kriegen sie ja trotzdem alle was zu essen. So, Skillpunkt. Эй, Игорь, хорошо справился со стрельбой. Вижу, наша мышь растет и крепнет. Эй, таракан, можешь меня чему-нибудь научить? Чему-то полезному? Конечно, мышь. Могу научить тебя тому, что поможет убить крысиного короля. Шротфлинта. Дробовик. Научу, как обращаться с дробовиком. Können wir nicht ausbauen? Прости, не сегодня. Igor sleeping on the floor. Wir haben noch ein Bett hinten, dann kann er da sich doch da hinlegen. Weil wozu bauen wir hier die ganzen Betten? Ja, moin. Okay. Ja, Inventar ist wirklich extrem voll. Könnten eigentlich nur Vorratskammer bauen. Ja, was heißt wir können, wir müssen. So, gucken wir mal. Ich denke mal, das lässt sich sehen auf jeden Fall. Und da werden wir auch jetzt weiter nicht mehr ausbauen. So, ich möchte gerne diese Pflänzchen hier nehmen. So, das packe ich mir da oben rauf. Hm, ist auch nicht gerade viel Platz, ey. Aber erstmal die ganzen Materialien hier raus. Die können wir ja erstmal so staffeln hier. Ah, das ist auch allzu viel an Lebensmittel, was wir hier haben. Adrenalin brauchen wir auch erstmal nicht. Munition, da brauche ich noch eine Waffenkammer. So, erstmal das alles raus hier. Die Filter können wir auch erstmal die rauspacken. Und das können wir erstmal drin lassen. Wie teuer ist denn so eine Waffenkammer? Oder Waffenschrank. Ja, hau drin. So, das werden wir mal rausnehmen. Uns eben Medikit nehmen.
Alkohol könnten wir mal mitnehmen. Das kommt raus. Weil, was soll man da so viel mit rumschleppen? Ist ja Quatsch. So. Die ganze lose Zeug nehme ich mal hier kurz raus. Weil umso besser kann ich dann auch sortieren. So, Waffenschrank ist klar. So, zack, zack. So, das sind alle unsere Filter. Okay. Waffenschrank ist klar. Die Filter nehmen wir hier nochmal raus. Müssen das hier alle sortieren, ey. So. Hier kann noch mal ein Filter hin. Dann ist der Schrank schon mal voll. So. Der Waffenschrank ist auch halb voll. So, dann sortieren wir hier mal. So. So, das ist alle unsere Kräuter, die wir gesammelt haben. Mechanische Teile kann auch hier hoch. Elektronische Teile werden wir auch sortieren. Genau wie das brennbare Zeug, 30. Chemikalien können wir noch mit drin backen. Ach, da haben wir noch so ein grünes Teil, gar nicht gesehen, ey. Dann müssen wir das nochmal rücken. Ah, die Pilze sind da unten, ne? Dann machen wir das erstmal so. Gasfilter kommt hier runter. Ja, sieht echt schlecht aus, ey. Weil so viel Adrenalin brauchen wir da wirklich nicht. Ich denke mal, so kann sich das erstmal sehen lassen. Dann würde ich sagen, safen wir erstmal ab. Und dann haben wir das hier auch erfolgreich gemeistert. So, dann bedanke ich mich schon mal für das Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Runde wieder. Ob wir dann vielleicht in der Welt noch weiter was ausbauen können, gucken wir mal. Hängt davon ab, wie viele Materialien wir sammeln. Vielleicht bauen wir noch einen Kleiderschrank, eine Waffenkammer oder eine Vorratskammer. Müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und reingehauen. Bis zur nächsten Folge von Tschernobyl Light.